Also wenn du mich fragst, hat die nicht alle Tassen im Schrank. Typen hinterher spionieren. Dann auch noch dieses Sex mit dem Ex-Gerede. Das machen viele Frauen, Gerrit. Ihrem Freund hinterher spionieren ist völlig normal. Ah, hat da jemand schlechte Erfahrungen gemacht? Alex, was gibt's? Ja, okay. Der LKW-Fahrer, das Alibi hat sich bestätigt, der war in Nürnberg. Alex, tu mir doch bitte einen Gefallen und schick mal eine Streife zu diesem Tobias Fink nach Hause. Der soll mal ins Büro kommen. Es haben sich da ein paar neue Fragen ergeben. Jo, danke, ciao. Okay, waren Sie jetzt mit beiden Frauen zusammen oder mit einer? Ich bin mit Babette zusammen und zwar nur mit ihr. Ja, ich habe mich vor 2 Wochen mit der Claudia getroffen und ja, ich bin noch mit in die Kiste gesprungen, aber ich habe mich mit Babette gestritten und war richtig sauer auf sie und so nur fürs Ego. Ja, vielleicht habe ich Claudia auch Hoffnungen gemacht, um sie in die Kiste zu kriegen. Aber für mich war das so eine kleine, unbedeutende Affäre und ich habe das Ganze auch vorgestern beendet. Entschuldigung. Krass, hallo? Alles klar. Ja, ich bin gleich da. Die Kollegen haben was gefunden. Abend. Hallo. Ja, was habt ihr? Wahrscheinlich nicht das, was ihr gesucht habt. Dingo hat an der Raststätte nichts gefunden. Dann haben wir die Umgebung abgesucht. Und dann hat er hier ein Skelett gefunden. Ein Skelett? Danke. Sehen wir es mal positiv. Wird sich kaum um Babette Schröder handeln. Abend, die Herren. Doc? Hallo zusammen. Kannst du schon was sagen? Ja, wir haben hier ein mehr oder weniger komplettes menschliches Skelett gefunden. Okay, das sehe ich selbst. Geht's ein bisschen genauer? Ja, also dem Knochenbau nachzuurteilen würde ich sagen, es handelt sich um eine junge Frau, so etwa 20 Jahre alt. Am Schädel gibt es Spuren von Gewalteinwirkungen, die könnten von einem stumpfen Gegenstand stammen. Also wurde sie getötet? Vermutlich. Unter Vorbehalt. Hier, diese Kette habe ich zwischen 3. und 4. Wirbel gefunden. Das heißt, sie hat sie getragen in den Hals, als man sie hier verscharrt hat. Was steht da drauf? Miriam und Max. Okay, was glaubst du, wann hast du genauere Informationen für uns? Also frühestens morgen früh. Okay, dann sehen wir uns morgen. Gerrit, die Vermisste wurde zuletzt auf dieser Raststätte gesehen. Und wir finden jetzt eine Leiche. Du meinst also, da gibt's einen Zusammenhang? Möglich, ja. Ach du Kacke, ich komm zu spät. Was denn? Wohin? Ich muss auf mein Patenkind aufpassen, verdammt. Ja, wie alt? 4 Jahre, ein Mädchen. In dem Alter sind die echt schwierig. Viel Spaß. Ja, das wollen wir nicht hoffen. Du bleibst hier, ja? Alles klar. Leute sagen zu mir Crow das Genie, denn er float wieder wie dieser Hover und außerdem baut er die Beats. Morgen. Robert noch gar nicht da? Nee. Ich hab gehört, du warst letzte Nacht Babysitter. Ganz schön stressig, so ein kleines Mädchen, oder? Ach, ganz im Gegenteil. Also erstens ist die Kleine schon 4 und zweitens war es überhaupt kein Problem. Halbe Stunde Fernsehen, halbe Stunde Geschichten erzählt und schon war sie im Land der Träume. Siehst aber trotzdem ein bisschen mitgenommen aus. Ja, weil ich nicht geschlafen habe. Ich bin irgendwie jede halbe Stunde wach geworden und musste nachher sehen, ob sie noch da ist. Stimmt. Ich weiß gar nicht, wie Eltern sowas aushalten. Okay, was hast du? Ja, also Folgendes. Die gefundenen Knochen gehören zu einer jungen Frau, die zum Todeszeitpunkt zwischen 18 und 21 Jahre alt war. Todesursache war also tatsächlich ein Schlag gegen den... Hallo, Robert. Hallo. Also Todesursache war tatsächlich ein Schlag gegen den Kopf des Opfers, wahrscheinlich mit einem stumpfen Gegenstand. Alex hat die halbe Nacht die Vermisstendatei und die ungelösten Fälle durchforstet. Sie glaubt, dass es sich bei dem Mädchen um Miriam Fischer handelt. Hier. Wann ist sie verschwunden? Vor 3 Jahren, da war sie 19. Sie ist von zu Hause abgehauen und wollte zu ihrem Freund, da ist aber nie aufgetaucht. Der hat sie dann als vermisst gemeldet. Okay, und der Fall wurde zu den Akten gelegt? Ganz genau. Also ich glaube, da seid ihr ein bisschen auf dem Holzweg. Du sagtest, das Mädchen war vor 3 Jahren verschwunden. Ja. Die Knochen, die wir gefunden haben, sind aber höchstens 2 Jahre alt. Da kann ich euch Brief und Siegel drauf geben. Ja, trotzdem müssen wir den Abgleich machen. Denn wenn sie es ist, dann ist das eine gute Nachricht. Wieso? Na,
Naja, das würde bedeuten, dass der Täter seine Opfer nach der Entführung am Leben gelassen hat. Und das könnte bedeuten, dass Babette Schröder noch am Leben ist? Ja, vorausgesetzt, es handelt sich um denselben Täter. Ja, klar. Hey. Na? Alles klar? Naja. Robert, ich befürchte, wir haben es mit einem Serientäter zu tun. Guck mal. Hier. Die Leiche von Miriam Fischer ist hier gefunden worden. Unsere Vermisste, Babette Schröder, ist das letzte Mal da gesehen worden. Und vor ungefähr einem Jahr haben die Kollegen eine weibliche Leiche gefunden. Auch ermordet. Anne Garrecht. Vor ungefähr einem Jahr ist ihre Leiche entdeckt worden. Und zwar hier. Alle drei Orte liegen ganz dicht bei der A8. Alle in der Nähe dieser Raststätte. Das kann kein Zufall sein. Keine Ahnung, vielleicht treibt der Täter sich dort öfter rum. Dass er dort nach seinen Opfern sucht. Leute, ich habe mir die Bänder der Überwachungskamera noch mal angesehen. Also vor allem die alten Bänder. Die Anlage wurde vor 5 Jahren installiert. Also, war eine Höllenarbeit, aber im September vor 3 Jahren. Kannst du das Kennzeichen von dem Weißen mal vergrößern? Ha. Sonst ist kein Wagen durchgefahren. Du musst in den weißen Transporter gestiegen sein. Ja. Der Wagen ist zugelassen auf einen Hendrik Klepin. Sperberweg 16. Hast du ein Foto? Alter, Scheiße. Wenn der Wagen da ist, dann kann er ja nicht weit sein. Nur ein bisschen Gesellschaft. Hau ab, wenn du mir zu nah kommst, schlag ich dir den Schädel ein. Warum kannst du mir hier nicht einfach nur ein bisschen Gesellschaft leisten? Das ist doch alles, was ich will. Lass mich gehen! Ich will nichts weiter. Lass mich nicht mit deinem scheiß Essen in Ruhe. Ich möchte hier raus. Ach, bitte. Du musst mich erst mal kennenlernen. Ich bin wirklich ganz nett. Und ich habe auch ein hübsches Kleid für dich. Weißt du, wo du dein hübsches Kleid hinstecken kannst? Lass mich hier raus! Das geht leider nicht. Dann komm doch her, wenn du nicht traust, du Loser! Wie du willst. Dann muss ich dir halt eben wehtun. Polizei! Weg mit dem Messer! Hilfe! Runter damit! Ich hab nichts getan! Auf den Boden damit, hab ich gesagt! Ich hab nichts getan! Umdrehen!
getan? Ich bin von der Polizei. Es wird alles gut. Es ist vorbei. Ich wurde getrennt. Ich hatte bei dem gleich so ein komisches Gefühl. Der wollte mich mitnehmen. Und dann hat er mich niedergeschlagen. Das ist Arschloch. Okay. Ich rufe ihn jetzt erstmal einen Arzt. Hat er Ihnen was angetan? Nein. Das war das Komische. Geschenke gemacht, mich gekocht. Ich bin nur noch hier raus. Ich wollte den Frauen nicht wehtun, wirklich nicht. Ich wollte doch nur ein bisschen Gesellschaft. Ja, was mit Miriam Fischer und Anna Garrecht? Den wollten Sie wohl auch nicht wehtun. Nein, also Sie müssen das verstehen. Ich habe Miriam bei mir aufgenommen. Ich habe sie wirklich gut behandelt. Aber dann wollten sie mich verlassen. Das dumme Ding. Und das mit Anne? Das war auch eine ganz blöde Geschichte. Den Rest der Geschichte können Sie auf dem KL verziehen. Es ist nicht vorläufig festgenommen. Nein, da